Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi und ich nehme euch heute wieder mit in Konens große Welt, Hyboria. Ja, Freunde, was ist los, was ist geschehen? Eine ganze Masse. Wer also die erste Folge von uns gesehen hat, den wird sofort aufgefallen sein. Hoppla, hier stimmt was nicht, hier hat sich was verändert. Na klar, hat sich was verändert. Wir haben natürlich ein bisschen weitergebaut. Und leider Gottes hat mir die Aufnahme da wieder oder mein Programm mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen im Vorfeld rumgespielt und bums, alles kaputt gemacht. So, naja, was soll's. Es ist nicht so viel passiert, obwohl, naja, so ganz außer Acht wollen wir es nicht lassen. Es ist schon etwas passiert. Abgesehen von der Tatsache, dass wir hier gebaut haben. Wir hatten Besuch vom Server-Admin. Also einen. Hier muss es wohl mehrere Server-Admins geben. Und einer davon hat uns besucht. Okay. Weil mich der Krokodillein gerade so angrinst. So ein Teil haben wir auch erlegt. Ja, der Server-Admin hat mich besucht und mich ein bisschen erschreckt. Denn der stand urplötzlich in meiner Butze hier. Und ja, warum hat er mich so erschreckt? Abgesehen von der Tatsache, dass ich ihn im Vorfeld nicht gehört habe, der ist ein bisschen sehr dunkel geraten. Ja, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ja, was war noch? Wir haben uns eine Reuse gebastelt. Welche uns jetzt schon mal schmackhaften Fisch beschert. Diesen schmackhaften Fisch werden wir uns noch ganz schnell brutzeln, denn ich habe heute auf Arbeit eine Entscheidung gefällt. Da scheint noch Fisch drin zu sein. Also irgendwie mache ich hier immer was falsch, ja. Immer wenn ich hier auf den Knopf drücke, ich schaffe das nicht, das Ding vernünftig zu öffnen. Sondern wenn ich hier auf F drücke, dann habe ich ständig die Taschen voll. Ich komme nicht dazu, was sauber hinzulegen. Also, wenn ihr wisst, wie das funktioniert, bitte schreibt mal kurz in die Kommentare und helft mir. Das ist ja völlig daneben. Ich weiß es jedoch anders, aber ich weiß nicht mehr wie. So, okay. Zurück zum Thema. Während unser Fisch hier brutzelt. Ja, wir haben, wie gesagt, reichlich Punkte gemacht. Wir haben schon ein paar Talente verteilt. Stärke, Beweglichkeit, Vitalität. Vielleicht nicht das Optimum. Aber gut, ist so. Ein bisschen was erlernt haben wir auch. Alles ist schick, alles ist gut. Haben wir hier was zugekriegt. Nahkampfschaden 8. Durch Waffe 7. Bonus durch Stärke 1. Na gut. Okay, sagt mir alle nicht so viele. Was war noch? Ja, was war noch? Wir haben uns ja ein Steinschwert gebastelt. Mit diesem Steinschwert bin ich rumgelaufen und habe Schieferrücken verkloppt. Richtig. Ja, ich konnte einen Schieferrücken töten, aber den ganz einfachen. Und ich konnte des Weiteren... nehmen hier bloß ein paar jetzt zu erreichen. Okay. So. Ja. Den Schieferrücken, wie gesagt, verkeilt. Und wir haben ein Krokodil erlegt. Das hatte ich ja schon mal angedeutet. Denn waren wir gestern unterwegs, weil ich einfach mal wissen wollte, was ist denn auf der anderen Seite? Was sag ich meine? Was ist da drüben, auf der anderen Seite vom Fluss? Gesagt, getan, ich bin rüber und habe Eisen entdeckt. Eine kleine Spur bloß von Eisen. Nicht aufregend. Aber ich bin erstmal rüber.
Und plötzlich stoße ich doch auf ein paar Hyänen. Ach, denke ich, wisst ihr was? Probieren wir mal so eine Hyäne. Und was daraus geworden ist, das zeige ich euch mal hier. Also, ich habe mich heute dazu entschlossen, einfach mal ein bisschen auf die Pirsch zu gehen. Das ist eine ganz schöne Ecke. Aber ich sag euch auch gleich, warum, wieso und weshalb ich das tun möchte. Erstmal sehe ich schon, was andere hier gemacht haben. Da schau her, da schau her. Hier hat sich in einen Baum ausgebaut. Sieht eigentlich verfallen aus. Ach die Scheiße. Wird auch bewacht. Gut. Hinter mir trampelt's. Ach, Räder, Räder, Räder. Da frage ich mich, wem ist hinten der hier? Mal gucken, wem so ein Rad gehört hier. Gamehouse, okay. Und da ist wahrscheinlich diese Aufzugstation, die ich meinte, die ich gesehen habe. So, also hier wissen wir, hier ist auch schon Besuch. Ja. Naja, das konnte hier nicht alle so easy peasy sein. Dass ich hier nicht alleine bin, war ja schon ziemlich klar. Was ist da links? Das da links kenne ich eigentlich nicht. Also scheint was Gesundes zu sein, oder? Ja. Naja, ich sage, das hat sich viel geändert hier. Und auch die Wertsachen und so, also was heißt Wertsachen hier, die Erzvorkommen und so, die sind nicht mehr so, wie sie waren. Jetzt ist es natürlich umso spannender für mich zu sehen, ob hinten die Oase noch steht oder nicht und wenn ja, wer wohnt da. Mit Oase meine ich jetzt nicht eine Oase im normalen Sinne, sondern so ein schönes Fleckchen hier, wa? Aber was willst du ja außer Krokodile? Irgendwo war hier unten eine Truhe. Hier
wahrscheinlich nicht, oder? Oder war das eben das Zeichen für die Truhe? Aber ich glaube nicht. Ja, ich war jetzt ein bisschen außer Dings der Bumster, keine Konzentration. Ich sollte jetzt mal nicht die Truhe suchen, sondern erstmal versuchen, heil da anzukommen, wo ich hin will. Wo will ich denn hin? Ich will Richtung Dschungel. Weil da alles ist, was man braucht, um richtig gut vorwärts zu kommen. Das heißt, wir haben da Eisen. Wir haben da Kohle. Wir haben Leibeigene. Und auch Getier, was wir sehen können. Also eigentlich schon das volle Programm. Die Frage ist nur, ja, können wir da überleben? Wenn ich das richtig sehe, ist da vorne schon wieder ein Bauwerk? Oder täusche ich mich da? Ja, rechts sind, glaube ich, Krokodile im Anmarsch. Oder nicht im Anmarsch, die sind da. Hilft alles nicht, ich muss anlanden. Sonst reicht meine Ausdauer nicht. Ich meine, der ganze Weg kann umsonst sein, ja? Kann sein, wir kommen jetzt hoch und da ist schon alles belegt. Träume ich oder bin ich schon hier? Das sieht ja aus, als wenn ich schon da wäre. So, ich sehe was ihr nicht seht, weil ich sehe es, weil ich es kenne. Links da oben ist das Lager, das seht ihr hoch. Aber hier unten, da ist Eisen. Wenn jetzt hier links um die Ecke kein Bruder gebaut hat, dann sind wir fast da, wo wir hinwollen. Kriegt euch das an. Eisen, Eisen, Eisen. So, was ist los hier um die Ecke? Eisen, Eisen, Eisen. Okidoki, nichts ist los. Super. Pass auf, hier ist nichts los. Ich würde aber vielleicht ja nicht hier wohnen wollen, sondern da drüben. Ich meine, die Aussicht ist hier schon mal mega krass, ja? Ich meine, was natürlich noch cooler wäre, wenn man da oben... Ah, da ist das Kreuz. Da werden wir ja nicht aufkommen. Das wird nicht werden. Aber hier, der hier vielleicht. Ja. Wenn wir uns den zunutze machen könnten... Das Publikum, ich meine, der da drüben sieht auch nicht schlecht aus. Definitiv, sagt er. Ich glaube, das machen wir. Hm?
Warum will ich das hier machen? Also, warum will ich das hier machen? Weil sie mir hier alle am Arsch lecken können. Und wieder probieren. Ich kann hier schon mal was ransetzen. Wenn man mich jetzt fragt, was soll das werden, dann könnte ich natürlich euch auch sagen, platzieren des Gebäudes fehlgeschlagen, das verstehe ich jetzt gerade nicht so. Schade. Oh, so lang geht's. Woran liegt's? Ja, dann können wir unsere Sommerresidenz, die wir vorne am Anfang gebaut haben, noch stehen lassen. Ist eine Tür fern? Hat sie so angehört, wa? Können wir die Residenz noch stehen lassen, falls ein neuer von uns hier noch zustößt. Dass der einen kleinen Anfang hat. So, genau. Der kämpft dann immer noch mit dem Vieh. Naja, soll er tun, wa? Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Setzen wir die Teile hier noch und dann gehen wir was trinken und machen Schluss für heute. Freunde, schön, dass ihr wieder da wart. Und Onkel Nupsi bis hierhin begleitet habt. Das ist ja alles andere wieder als ein flotter Start. Das geht ja hier alles wieder ein bisschen sehr holprig zu. Aber naja, ihr kennt mich. Ihr wisst, nobody is perfect und Onkel Nupsi schon ja nicht. Freunde, in diesem Sinne, sagt schön mit Ö, euer Onkel Nupsi und schaut wieder rein.